Guten Morgen, ihr lieben Seelensterne. Mein Stimmchen möchte heute Morgen noch nicht so. So, schauen wir mal, was der Sonntag uns heute bringt. Was möchte uns der Sonntag bringen? Erstmal möchte ich mich bei euch bedanken fürs Abonnieren. Mittlerweile sind wir 79, freut mich sehr. Die Kommentare, wie man die Schlange nennen soll, sind noch ein bisschen dürftig, da warte ich noch ein bisschen. Wir sprechen von der Schlange und zack fällt der Rückzug. So. Was möchte denn heute noch kommen? Seht ihr, der kein Mensch vor lauter Dekoration. Und was nehmen? So, drei Karten noch bitte. Dankeschön. Heute bleibt er am besten im Bett. Hoffe, ihr habt einen schönen Samstag gehabt. Apropos Bett. Hoffe, ihr habt einen schönen Samstag gehabt. Eieiei. Heute bleibt er wirklich im Bett. Was ist denn heute los mit den Energien? Hauptthema die Liebe. Ihr seid ein bisschen im Rückzug. Irgendwas hat euch geärgert. Irgendwas hat euch geärgert. Also sehr lustig. Blockaden, Rückzug, Transformation, Kapitel zumachen, kommt mir jetzt so vor, also es kommt mir jetzt vor, als wenn ihr ein Kapitel abschließt, weil es euch nicht gut damit geht. Ich hatte ja gestern gesagt, was Altes muss abgeschlossen werden, dass was Neues beginnen kann. Also ihr seid sehr aufgeregt, ihr habt wahrscheinlich eine Nachricht gekriegt, die euch nicht gefallen hat, über die Gefühle. Was die Liebe betrifft, seid ihr jetzt im Rückzug? Ich fühle, dass ihr euch ärgert. Ihr ärgert euch über irgendetwas. Aber es geht sehr positiv weiter. Also ich glaube, es knüpft wirklich an gestern an, dass etwas Altes beendet werden muss, damit etwas Neues beginnen kann. Also es geht dann um die Liebe, ihr werdet Entscheidungen treffen, die wirklich mit Glück einhergehen. Neue Verbindung, ihr werdet neue Wege gehen, kommt in die Klarheit, was euren Seelenpartner betrifft. Für mich ist es die Dualseele. Kommt Heilung rein. Wo ist er denn? Ja. Ja, es dauert halt noch ein bisschen. Es dauert noch ein bisschen. Also wie gesagt, ihr habt euch schon wieder irgendetwas geärgert. Ihr müsst etwas beenden. Also ihr müsst nicht, ihr solltet etwas beenden. Ihr könnt etwas beenden, was euch geärgert hat, was die Liebe betrifft.
Irgendetwas ist mit euren Gefühlen passiert. Also das ist jetzt für mich wirklich, das ist jetzt keine Ernte, kein Nichts, das ist jetzt wirklich, also irgendetwas hat euch die Suppe verhagelt, was die Gefühle betreffen. Seid in Rückzug gegangen, habt etwas beendet. Ja, jetzt ist es natürlich so, dass man es auch bearbeiten muss. Ihr müsst jetzt halt mal gucken, wie es weitergeht. Genau. Bleibt heute im Bett. Bleibt im Bett, alles ist gut. Wie gesagt, wenn man sich von etwas trennt, wenn man etwas abgeschlossen hat, muss man es natürlich auch verarbeiten. Weinen ist gut. Wie gesagt, ihr dürft auch mal zornig sein. Was sagen denn heute unsere himmlischen Helfer? Was möchten die uns denn noch sagen? Fällt mir jetzt nicht ganz so für einen Sonntag, aber leider kann ich nichts dran machen. Es sind vom Universum so geschickt worden, die Karten. Kann auch sein, dass ihr aufgeregt seid, weil ihr etwas, ja, weil ihr geschnuffelt habt und habt etwas bei eurem Partner auf dem Handy erwischt. Und seid jetzt angefressen. Das kommt mir gerade so rein. Dann kann es natürlich auch sein, dass er in Rückzug gegangen ist. Das fällt natürlich niemand. Wie gesagt, allgemein kann nicht jeder damit in Resonanz gehen. So. Optimismus. Also, wie gesagt, wenn so ist, dass ihr geschnuffelt habt im Handy von eurem Partner und habt etwas entdeckt und möchtet das Ganze nicht hinschmeißen, bleibt bitte optimistisch, dass es wieder besser wird. Dann ist es natürlich so, dass er sauer ist und angefressen ist. Karten sind heute noch müde. Die passen sich mir an. So. Ich gehe jetzt gleich mit einer Freundin frühstücken. Bei meinen allerliebsten Lieblings-Ex-Arbeitskollegen. So. Jene. Alles ist in Ordnung. Also es kommt mir jetzt wirklich fast so rein, als wenn ihr geschnuffelt habt im Handy. Oder seid auf irgendetwas gestoßen, was euch nicht gefallen hat. Vielleicht hat er nur mit einer guten Freundin geschrieben. Da war doch gestern auch was mit Freundschaft irgendwie, dass was geklärt werden muss. So. Bleib in deiner Mitte. Ich sage das immer wieder. Angst ist ein schlechter Ratgeber. So. Du verdienst es, geliebt zu werden. Du bist liebenswert. Also, du bist ein zuckersüßes Wesen. Fühl dich geliebt. Was möchte er denn dir heute noch sagen? Dein Herzmensch. Bei dem ganzen Wirrwarr hier. Nur die Liebe wird dich befreien. Lass all das Alte los, damit eine neue Liebe in dein Leben treten kann. Wie gesagt, das könnte wirklich sein, dass etwas zum Abschluss gekommen ist,
weil du vielleicht etwas gesehen hast, weil er gesehen hat, dass du was gesehen hast und hat sich getrennt? Die Antwort lautet nein. Du willst etwas auf Biegen und oder Brechen erzwingen, lass den Dingen Zeit. Es ist jetzt sehr lustig. Es fiel jetzt nämlich auch noch, die Antwort lautet ja. Also, Moment. Also die Antwort lautet nein, kriege ich gerade. Nee, da ist nichts im Gange mit einer anderen Frau. Und die Antwort lautet ja, ich liebe dich. Ich liebe dich, soll ich sagen. Bleib dir selbst treu. Und dann kommt die Verspieltheit. Lachen ist die beste Therapie auf Erden. Vergnügt euch miteinander. Vergesst nicht, Liebe ist der beste Heiler. Also es ist wirklich so, ich kriege das nicht aus dem Kopf, ich kriege das alles wieder rein. Es kann sein, dass ihr irgendeine Vermutung habt, die aber nicht stimmt. Die euch sehr nervös macht, weil ihr seid hinter irgendetwas gekommen, was euch nicht gefällt. Möchte das mit der Liebe beenden, geht in Rückzug, jetzt geht es euch aber gar nicht gut. Redet nochmal miteinander, kriege ich gerade. Also ihr sollt nochmal miteinander reden. Es ist auch manchmal alles nicht so heiß, wie es gekocht wird. Gucken wir nochmal. Also einer von euch zwei ist heute wirklich im Rückzug, weil er sich geärgert hat. Ich krieg da so rein, es hat sich jemand geärgert. Über irgendeine Aktionssituation. In Würde altern. Also. Seid nett zueinander, sprecht miteinander, sprecht euch aus. Tick-Tack. Ja, die Uhr läuft. Chaos und Konflikt, also ganz deutlich jetzt. Ich bin mir sicher, dass irgendeiner von euch etwas gesehen hat, was ihm nicht gefällt. Und jetzt weiterschaut, wie es weitergeht. Es ist jetzt Konflikt, es ist Chaos. Ihr seid wahrscheinlich in ein tiefes Loch gefallen. Ja, ich glaube, ihr steht jetzt wirklich mit eurem Partner im Gespräch, wie es weitergeht. Wie gesagt, tick-tack, die Uhr tickt. Wie geht's weiter? Jetzt können wir aber noch mal ganz kurz schauen. Da ist wirklich, glaube ich, heute was mit dem Herzmenschen zu tun hat, was nicht so schön ist für einen Sonntag. Mein Stimmchen will immer noch nicht. Wie geht's denn mit dem Herzmenschen weiter? Drei Karten, bitte. Drei Karten, bitte. Viele. Okay, drei Karten, bitte, liebes Universum. Wie geht es denn im Herzmenschen weiter? Über den ihr euch anscheinend geärgert habt, weil ihr etwas in Erfahrung gebracht habt, was euch nicht gefallen hat. Es liegt dabei keine andere Frau dabei. Also ihr müsst irgendetwas gesehen haben, was euch ärgert. So, wie geht es denn mit dem Herzmenschen weiter? So, also, diese ganze Situation ist vom Universum geführt. Ihr müsst offen miteinander reden und dann müsst ihr gucken, wie es weitergeht. Ob ihr weiter in dieser Seelenpartnerschaft bleiben wollt oder ob ihr es lösen möchtet. Wie gesagt, kann für Transformation stehen, dass es irgendetwas gibt,
wo in eurer Beziehung transformiert werden muss, kann aber auch wirklich sein, dass es dann zum Ende kommt. Ich hätte euch gerne für den Sonntag bessere Karten beschert. Leider ist es nicht so. So, ich mache mich jetzt fertig. Wie gesagt, gehe mit einer guten Freundin frühstücken und lasst dann ganz ruhigen Tag ausklingen. Und wünsche euch einen zauberschönen Sonntag. Macht's Beste draus, geht in euch. Ich krieg gerade rein, vielleicht solltet ihr auch einen Brief schreiben an euren Partner, wenn es irgendwas. Wenn irgendwas nicht geklärt werden kann, weil manchmal ist es auch so, dass die Kommunikation schwer ist, wenn beide ja auf 100 sind. Dann setzt euch hin und schreibt was. Schreibt über eure Gefühle, was ihr fühlt mit dieser Situation, in der ihr seid. Und schickt's weg. Wenn ihr die Situation generell für euch schon beendet habt, dann macht trotzdem ein kleines Ritual, schreibt etwas, macht ein weißes Kerzchen an und verbrennt's. Dann sind auch die Energien gelöst. So, ihr Süßen. Ciao, ciao, schönen Sonntag.